13. verhandeln. Morgens kamen die Ärzte und die Krankenschwester ins Zimmer, um Hannah zu waschen. Und ich zog mich auf den Gang bzw. in das Wartezimmer der Palliativstation zurück, ein modern eingerichteter, zweckmäßiger und seelenloser Raum. Es war Freitag, der 13. Später sollte eine Freundin sagen, Hannah hätte es bestimmt lustig gefunden, ausgerechnet an einem Freitag, den 13. zu gehen. Obwohl ich auch in dieser Nacht geschlafen hatte, die leichten Schlafstörungen kamen erst nach Hannas Tod, war ich völlig erschöpft. Ununterbrochen an der Seite des geliebten Menschen wachen zu müssen, während er gerade stirbt, hört sich vielleicht nicht nach körperlicher Anstrengung an. Trotzdem war ich danach so erschöpft, dass ich in den folgenden Nächten 12 Stunden geschlafen habe. Und dass Hannah sterben würde, war unabwendbar. Der Lungenkrebs hatte bereits 5 Metastasen in der Leber gebildet gehabt, als die Krankheit bei ihr diagnostiziert wurde. Nun bestand die Leber aus fast nichts anderem mehr als aus Tochtergeschwulsten. Als das Team von Krankenschwestern und Krankenpflegern fertig war und mich wieder hereinrief, zog ich mein Bett an Hannas heran. Sie macht jetzt noch ein paar letzte Atemzüge, sagte eine Krankenschwester sanft. Tatsächlich waren ihre Atemzüge schwerer als sonst. Das konnte ich sehen. Schnell ergriff ich ihre Hand und stammelte, ich liebe dich so sehr. Wir sehen uns wieder in Tanganyika oder wo auch immer. Ich liebe dich. Hannah konnte da schon nicht mehr sprechen. Sie sah mich groß an, trotzte ihrer geschundenen Lunge noch 3 weitere Atemzüge ab und starb. Und weil ich es von den Geburten her gewohnt war, tat ich dann das Unnötigste, was ich in dieser Situation hätte tun können. Ich sah auf die Uhr. 7.18 Uhr, sagte ich zu der Schwester, als ob das jetzt noch irgendeine Rolle spielen würde. Und die Welt klingte aus und für eine Unendlichkeit lang war ich alleine, während hinter mir die Angestellten der Klinik im Zimmer hin und her gingen und mich schließlich respektvoll für mich alleine ließen. Galaxien drehten sich, Sonnen brannten auf und verglühten wie Funken eines Lagerfeuers und Universen verlöschten wie das scheue Licht von Glühwürmchen. Nichts hatte mehr Sinn oder einen Zweck. Die Zeit lief mit großen Schuhen und roter Nase durch den Raum und machte mit einer großen Klatsche Jagd auf etwas, das ich nicht sehen konnte. Ich konnte gar nichts mehr sehen, wollte nichts mehr sehen. Ich wollte gar nichts mehr. Wozu auch? Alles, was mir im Leben etwas bedeutet hatte, war eben gestorben. Ich wusste nicht mehr, dass ich Kinder hatte. Ich erinnerte mich nicht mehr an meinen eigenen Namen oder an mich selbst. Und dann, rattern und klimpern wie ein altes Karussell mit Blechglöckchen und handbemalten Holzpferden, setzte sich die Welt unaufhaltsam wieder in Bewegung, rastete ein und winkte mir lächelnd zu. Denn sie war gar nie wirklich zum Stillstand gekommen. Ich hatte mich nur einen Moment lang, eine Ewigkeit, außerhalb von ihr befunden. Und nun ging alles wieder seinen Gang. Anrufe erledigen, Kinder trösten, Beerdigung planen. Alles ging weiter, ganz so, als ob nichts geschehen wäre. Kein Atemholen, kein Innehalten, kein ehrfürchtiges Verharren. Jeder ging weiter zur Arbeit, sein eigenen Geschäft nach, jagte seinen Sehnsüchten hinterher. Selbst die Kinder, die Hannas Tod traf wie ein Blitzschlag, stritten sich weiter um den Nachtisch, das Aufräumen, das Spielzeug. Ganz so, als ob nichts passiert wäre, weil sie eben Kinder waren. Aber in mir brodelte der Zorn viele Wochen. Wenn Hannah schon gehen musste, dachte ich mir, dann sollte wenigstens die ganze Welt aus den Angeln geraten. Sie sollte wirklich aus den Gleisen springen. Sie sollte brennen. Brennen dafür, dass es ihr egal war, dass Hannah gestorben war. Einen Tag später las ich in der Zeitung von einem neuartigen Lungenvirus, das in China aufgetreten sei. Wir Bestohlenen. Reden wir einmal darüber, wie es ist, einen Menschen durch ein Suchtgift zu verlieren. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich mich über die irreführende Bezeichnung Genussmittel und Betäubungsmittel aufgeregt habe. Sucht ist aber kein Genuss und Drogen machen nun einmal süchtig. Nicht alle, und es stirbt auch nicht jeder daran, aber eben doch viel zu viele. Es ist eine endlose Schlange an Särgen, die sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart schiebt, ein stiller Holzweg. Auch Betäubungsmittel ist völlig irreführend. Sind wir hier gerade in einem Operationssaal? Nicht? Dann ist es auch kein Betäubungsmittel. Nikotin und Alkohol sind Drogen, Volksdrogen.
und das lässt sich nicht wegdiskutieren, auch wenn manche Menschen bei Drogen nur an die Mafia oder mexikanische oder kolumbianische Drogenkartelle denken. Aber Drogen erinnern mich auch an Drogerie, also an Sonnencremes, Windeln, Make-up und Billigbrillen und nicht an Sucht, Krankheit oder den Tod. Also lieber Rauschgift, da steckt immerhin das Wort Gift darin und das trifft es wirklich gut. Aber auch das Wort Rausch und den Rausch finden manche Menschen ja gerade sehr verlockend und verführerisch. Doch dann bin ich auf einen österreichischen Begriff gestoßen, Suchtgift. Und das war tatsächlich so ein kleiner, wunderbarer Moment für mich, wo ich dachte, ja, der umschreibt es perfekt. Es geht zum einen darum, dass der Scheiß süchtig macht, sonst würden die Leute ja wieder davon ablassen. Und es ist Gift, weil die Süchtigen sich selbst mit dem Suchtgift vergiften und so langsam daran sterben. Also, danke Österreich. Dieses Wort umschreibt es leicht und verständlich, worum es bei Nikotin und Alkohol geht. Den Dingen den richtigen und keinen verharmlosenden Namen wie Genussmittel zu geben, ist wichtig. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Klimawandel, harmlos und vielleicht sogar positiv, oder einer Klimakatastrophe, schrecklich und existenzbedrohend. Aber eigentlich wollte ich ja darüber reden, wie es ist, einen Menschen zu verlieren. Kommen wir deshalb zum traurigen und zum wütenden Teil. Die schlimmste Form von Diebstahl. Wie ist es denn, die eigene Mutter zu verlieren, wenn man 1, 3, 5, 7 oder 10 Jahre alt ist? Natürlich werde ich den Teufel tun und meine Kinder hier in die Öffentlichkeit zerren. Insgesamt sind sie bisher ohne größere und langfristige Schäden und Krankheiten davon gekommen. Trotzdem, spurlos ist auch der Tod an ihnen nicht vorbeigegangen. Bettnässen, Sprachprobleme, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, leichte Depressionen und unkontrollierte Wutanfälle waren nur einige der Probleme, die neu auftraten oder die wieder aus der Versenkung auftauchten. Ja, das ist alles zusammen nicht ganz harmlos, aber insgesamt eben doch in einem bewältigbaren Maß. Und ich hatte Hilfe, die ich anderen Menschen in derselben oder einer ähnlichen Situation empfehlen möchte. Erstens gab es die Familienpflege, die wir nach Hannas Erkrankung in Anspruch nehmen konnten. 5 Tage die Woche kam eine Frau 8 Stunden zu uns, um uns im Haushalt zu helfen. Auch nach Hannas Tod kamen diese Frauen, es waren nicht die ganze Zeit über dieselben, zu uns, am Schluss dann mit abnehmender Stundenzahl. Nach Hannas Tod finanziert vom Jugendamt. Auch jetzt kommt noch einmal in der Woche für 2 Stunden eine sozialpädagogische Familienhilfe vorbei. Außerdem haben die ältesten Kinder einmal in der Woche einen Tag eine Trauerbegleitung und ein Kind geht außerdem zur Therapie. Dazu kommen noch Patinnen und Paten, der Freundeskreis und die Familie. Und trotz all der Hilfen bin ich meistens allein. Allein mit 5 Kindern, denen ich oft nicht gerecht werden kann, weil ich einfach nur ein Mensch bin. Und gewisse Dinge wie Einkaufen, Kochen und Haushalt eben meistens Priorität haben müssen. Am meisten fehlt mir die zweite Stimme in der Erziehung. Früher habe ich gern den launigen Satz losgelassen, dass wir keine zu großen Ansprüche an die Erziehung stellen würden. Unser Ziel sei es nur, dass wir alle das Projekt Erziehung lebend überstehen sollten. Nach Hannas Tod ist der Spruch nicht mehr ganz so lustig, auch wenn man Lungenkrebs eben durchs Rauchen und nicht durch Erziehungsarbeit bekommt. Natürlich kann ich mich auch jetzt noch mit der Familie und Freunden über pädagogische Fragen austauschen, aber letztendlich muss ich alleine entscheiden, letztendlich bin ich alleine verantwortlich. Und natürlich kam in unserem Fall auch noch sehr ungünstig die Pandemie hinzu. Wenige Wochen nach Hannas Tod begann der erste Lockdown und nun vermischten sich 2 ungute Auswirkungen miteinander, sodass ich nicht sagen kann, was was bewirkt hat. Kam die Gewichtszunahme durch das Zuhause herumsitzen? Oder war es im wahrsten Sinne des Wortes Kummerspeck? Oder war es eine Mischung aus beiden Faktoren oder noch mehr? Schließlich wurden ja auch andere Kinder schwermütig durch die ganzen Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen. Apropos Depression, auch ich kämpfte immer wieder mit Stimmungstiefs. Besonders des Abends, wenn mir so richtig klar wurde, dass ich nun mit all dem allein war, dimmte sich die Laune von selbst herunter. Und hin und wieder kam dann auch die Wut in mir hoch, der Zorn auf all jene, die mir Hannah geraubt hatten, um ein paar Euros mehr mit Zigaretten zu verdienen. Dabei war mir das gar nicht von Anfang an so richtig klar. Die ersten Monate verschwammen im Nebel, meine Erinnerung daran ist nur noch bruchstückhaft.
Ich habe immer nur von einem Tag auf den nächsten überlebt. Mir kam überhaupt nicht die naheliegende Idee, Hannas Tod könnte etwas mit dem Umstand zu tun haben, dass sie geraucht hat. Und so wie mir geht es vielen, denke ich. Für Nikotin und Alkohol wurde vom Gesetzgeber eine kleine spezielle ökologische Nische erschaffen, um weiterhin das tun zu können, was man schon immer getan hat. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. So steht es am Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dem Gründungsdokument der Vereinigten Staaten von Amerika. Übersetzt bedeutet das, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden. Und trotzdem hielt dieses historische Dokument die Amerikaner nicht davon ab, die Sklaverei auf ein bis dahin ungekanntes Level zu heben. Natürlich auch unter der Mithilfe anderer wie der Europäer, aber ich will gar nicht auf die Schuldfrage hinaus, sondern nur anmerken, dass die Sklaverei und der erste Satz des Gründungsdokumentes sich so fundamental widersprachen, wie es überhaupt nur möglich war. Die völlige Herrschaft eines Menschen über das Leben und den Tod eines anderen. Trotzdem dauert der Kampf um die Gleichstellung der Nachfahren der ehemaligen Sklaven bis heute an. Warum ich das erwähne? Wie heißt denn der erste Satz des Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich muss leider sagen, Hannas Würde wurde am Ende ziemlich angetastet. Wer so krank und schwach ist, dass er nicht mehr selbst die Toilette aufsuchen kann, versteht bestimmt, was ich meine. Und der Rest wird es unschwer nachvollziehen können. Es ist nicht mit der Menschenwürde vereinbar, an einem durch Rauchen und Nikotin hervorgerufenen Lungenkrebs unter extremen Schmerzen zu versterben. Oder an einer alkoholinduzierten Leberzirrhose einzugehen. Wir brauchen da gar nicht länger über andere Feinheiten im Gesetzestext zu diskutieren. Wir können uns nur entweder von Artikel 1 des Grundgesetzes verabschieden und weiter unsere Volksdrogen konsumieren. Oder wir nehmen unsere Verfassung ernst. Dann gibt es eigentlich mittelfristig gar keine andere Möglichkeit, als dass es irgendwann illegal werden wird, weiter legale Suchtgifte an unschuldige Kinder zu verkaufen. Ja, Kinder, denn der Erwerb und Verzehr von Bier und Wein ist immer noch für 16-Jährige zugelassen in diesem Land, also für Minderjährige. Hannah wird ihre Kinder nie aufwachsen sehen, wie sie Fahrrad fahren lernen, ihre ersten Freunde und Freundinnen haben, wie sie ihren Schulabschluss oder ihr Studium machen. Auch sie wurde bestohlen, beraubt um so vieles Schönes und Wichtiges. Und das alles soll mit der Menschenwürde vereinbar sein? Warum sind süchtige Menschen zweiter Klasse? Nur weil sie in einem scheinbar schwachen Moment zu einer scheinbar einfachen Lösung gegriffen haben und dann nicht mehr davon loskamen? Nur weil sie das tun, was in diesem Lande fast jeder tut, nämlich legale Drogen zu konsumieren? Ist es nicht so, dass jeder von ihnen auch ein Mensch ist, der mit seinen eigenen Wünschen und Träumen lebt, die ihnen immer und immer wieder geraubt werden? Jahre und Jahrzehnte werden gestohlen von hemmungslosen Bauernfängern, die die Gesundheit so vieler ruinieren und ungezählte Leben vernichten, nur um noch mehr Geld anzuhäufen. Aber könnt ihr dieses Geld essen? Was hilft es euch, wenn eure Yacht noch 10 Meter länger ist, wenn sie in Blut schwimmt? Seht auf mich und meine Kinder. Der Tod ihrer Mutter ist über 2 Jahre her und trotzdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht mindestens eines von ihnen wegen ihr weint, weil sie ihre Mutter so vermissen. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, ich hätte statt ihrer gehen können, wenn es denn die Möglichkeit zu tauschen gegeben hätte. Denn ihr in euren Konzernzentralen habt Blut an euren Händen, nicht nur das Blut meiner Frau Hannah, Mutter meiner 5 Kinder, sondern von aber und aber Tausenden, jedes Jahr aufs Neue. Und trotzdem, ihr zeigt keine Reue, kein Einhalten. Mit immer neuen Tricks versucht ihr, neue Schlupflöcher zu finden oder zu schaffen, wie ihr doch euer Gift weiter unter das Volk bringen könnt. Keine Religion, kein Glaube rät euch zu solchem Handeln, nur Mammon führt eure Hand. Und wenn es eine Hölle gibt, so ist es eine der tiefsten und heißesten Feuer für euch Midas-Jünger reserviert, die alles, was sie anfassen, immer nur in Leid und Schmerz verwandeln. Ich kenne nichts Erbärmlicheres unter der Sonne als euch, die das Blut Unschuldiger saufen
und an ihren Eingeweiden nagen wie räudige Hunde. Habt ihr als Kinder nicht gelernt, dass es falsch ist, Schwächere zu schlagen? Hat euch eure Mutter nicht getröstet, wenn Ältere euch schlugen? Hat euch euer Vater nicht beigebracht, nicht die Hand aus Rachsucht oder Bosheit gegen andere zu erheben? Und musstet ihr euch nicht auch entschuldigen, wenn ihr gefehlt habt? Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, den Tod so gedankenlos zu sehen, dass selbst die blutdürstenden Tyrannen im Vergleich zu euch noch keusche Ordensschwestern waren? Hat euch niemand beigebracht, was richtig und was falsch ist? Und selbst wenn ihr auf der Straße zwischen streunenden Hunden und Ratten aufgewachsen sein solltet, was hat euch daran gehindert, selbst eine Moral zu entwickeln? Kommt euch nie in den Sinn, euch zu fragen, wie es für all die Waisen, Witwe und Witwen sein muss, die eure Taten jeden Tag erschaffen? Wollt ihr, dass eure Kinder so grausam sterben, wie ihr jeden Tag, jede Stunde, ja jede Minute Menschen sterben lasst? Und wenn euch eure Kinder nicht gleich sind, was unterscheidet sie von den anderen dort draußen? Was unterscheidet sie von meinen Kindern? Lachen und freuen sie sich nicht auch? Und würden sie nicht auch weinen und sich grämen, wenn ihnen ihre geliebte Mutter nicht vom Schicksal, sondern durch das heimtückische Gift unersättlicher Männer von der Seite gerissen wird? Haben nicht auch sie das Recht, ihr Haupt in den mütterlichen Schoß zu betten, Tröstung in ihren verständnisvollen Armen zu finden, bei jedem Seelenschmerz? Und wer bist du, der du eine Tabakfirma, eine Brauerei, eine Winzerei oder eine Destille führst, dass du dir anmaßt, entscheiden zu dürfen, wer weiterleben darf und wer nicht? Es wird der Tag kommen, an dem wir voll innerem Erschauern auf diese dunkle Epoche zurückblicken, so wie wir heute auf das finstere Mittelalter und seine barbarischen Bräuche voller Verachtung zurückschauen. Und die Menschen werden sich fragen, warum niemand aufgestanden ist, warum sich niemand empört hat, warum wir uns alle von den Giften der Selbstsüchtigen und Habgierigen haben sedieren lassen, wie den alten Hund, den der Tierarzt einschläfert. Darum bleib nicht sitzen, bleib nicht stumm. Schreie dein Schicksal hinaus, brülle so lang über den Drogentod deiner Lieben in die Welt hinaus, so dass dich alle hören müssen. Weil Ungerechtigkeit nicht dadurch besser wird, dass wir über sie schweigen. Nein, sie wird noch schlimmer dadurch. Fordere dein Recht ein. Und wenn es nicht das Recht vor dem falschen Gesetz ist, so reicht es doch zumindest dafür, gehört zu werden. Lass dein Verlust nicht umsonst gewesen sein. Lass die Scham dir nicht den Mund verschließen. Wenn jeder, der einen Verlust zu beklagen hat, seine Stimme erhebt, wird schon bald ein wildes Schreien durch das ganze Land gehen. Sei nicht nur traurig, sei wütend. Wirf deine Kippen ins Feuer, schütte den Alkohol fort und wirf die Ketten der Abhängigkeit der Sucht von dir. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Es ist Zeit, für unser Recht auf ein drogenfreies Leben zu kämpfen. Und heute mehr denn je. Bitte, hör auf zu rauchen und zu trinken. Danke dafür.